So, mal wieder willkommen aus meiner Werkstatt. Heute ist der 29. September. Ich glaube, ich sage das jetzt immer vorher, was für ein Datum wir haben, weil ich weiß nicht genau, wann ich die Sachen aufnehme und wann ich es schaffe, die dann auch hochzuladen. Müsste jetzt wahrscheinlich 2 Wochen nach dem ersten Video sein, wo ich so ein bisschen erzähle. Danach müsste nämlich das mit den Rücklampen von der KVF gekommen sein. Und jetzt kommt wahrscheinlich dieses Video. Gestern war das Familienfest bei Q13. Es war leider ein bisschen schlammiger als vorher angenommen, sonst hätte ich nicht die KVF und nicht die KFX mitgenommen. Weil das ist mir doch ein bisschen. Eigentlich sollte die gar nicht mehr so viel in Schlamm. Egal. Soweit dazu. Und wozu wir jetzt heute kommen werden. Also die Rücklampen, wie gesagt, die habe ich jetzt schon erledigt. Die sind ja schon dran. Das Video wird wahrscheinlich jetzt 1 Woche vor diesem kommen. Hinten mit den neuen Rücklampen. Dann, was einige schon angesprochen haben, ich weiß ja nicht, ob ich es erwähnt habe. Die kommen natürlich auch diese Halo Eyes rein. Die sind auch schon fast fertig. Da muss ich nur noch Kabel legen. Da gibt es auf jeden Fall ein Video zu. Dann haben wir das nächste. Die Lightbar. Dazu werde ich auf jeden Fall auch im separaten Video noch ein bisschen was erzählen, weil das ist eine längere Geschichte. Ja, die muss noch angeschlossen werden. Bis jetzt ist nur Kabel dran. Zu diesem Zeitpunkt, wie gesagt, im Video, das ist wahrscheinlich wird ein Teil vom Video sein, das jetzt schon gefilmt wurde und ein Teil, was dann noch kommt. Deswegen, wenn das manchmal so zeitlich so ein bisschen verwirrend ist, mein Video ist, dann tut es mir leid. Das werde ich versuchen, immer ein bisschen zu erklären, weil ich halt immer so mehrere Sachen, auch wenn ich es nicht gerne mache, gleichzeitig mache, so ein bisschen parallel. Und dann wird das halt so ein bisschen, deswegen erkläre ich jetzt ein bisschen, dass ich da halt, was soll ich sagen, bisschen Verwirrung auflösen kann. wie man jetzt auch hier schon sieht, ich hatte ja in dem Lichtvideo, wird ja wahrscheinlich erwähnt werden, dass ich neues Relais brauche, wegen dem Blinkern, wegen LED. Ich habe jetzt natürlich im Nachhinein erfahren, es gibt auch Relais, die können normale Lampen und LED-Lampen, also Blinker gleichzeitig schalten, aber es ist egal, wenn man jetzt so sieht, diese orangen Dinger und jetzt hier die neuen, das sind LEDs, die haben weiß, das sieht doch. Das sieht doch nachher tausendmal geiler aus. Also, ne, das lohnt sich doch schon auf LED umzubauen. Also, ja. Das Relais ist hier, muss ich mal gucken. Werde ich dann auch einbauen, wird wahrscheinlich auch ein Video sein. Ist ja einfach nur das alte abziehen, das neue draufstecken. Hoffe ich mal. Ich bin da, habt euch noch nie ein Relais wechseln müssen, aber wir werden es merken. Aber worum es heute erstmal geht, ist. Das hier. Ja, ich habe jetzt doch noch mal bisschen investiert. Schön mit Gutachten, H&R-Spurplatten, damit ich auch theoretisch legal fahren kann. Darum wird es jetzt heute erstmal gehen. Vorher, nachher. Bilder kommen auf jeden Fall gleich nochmal als Vergleich rein. Oder wenn es fertig ist. Viel werde ich jetzt hier nicht zeigen, weil was soll ich da groß zeigen, wenn ich die Reifen abschraube, die Spurplatten aufmache und wieder umschraube. Aber ich werde halt kurz, vorher, nachher wieder gleich auf jeden Fall einblenden. Aber ich kann kurz erklären, warum Spurplatten. Aus einem ganz einfachen Grund. Wenn man jetzt hier durch so, ich sag mal so, ein bisschen Crossbahn und Fürstenpfau ist halb so wild. Aber wenn man das jetzt so sieht, wenn man jetzt zum Beispiel mal in so einem richtigen Offroad-Park war wie Mammutpark. Wer Mammutpark kennt, der weiß, Verkleidung breiter als Reifen sorgt in der Regel dafür, dass man sich danach eine neue Verkleidung kaufen kann. Selber bei uns in der Truppe ein, der hat Anfang des Jahres bei einer 1000er TGB sich komplett die Verkleidung abgerissen. Hier vorne alles kaputt, also auf der anderen Seite. Und dann erstmal so, ja, 500 Euro für ein Stück Plastik. Resultat von der Geschichte, der steigt auf King-Quad um. Also vernünftiger Mensch. Ja, also mir geht es halt darum, dass die Räder ein bisschen weiter sind als die Verkleidung. Dass halt, wenn man so durch richtig tiefe Spurrillen fährt oder irgendwo enge Wege, wo die Spurrillen außen wirklich bis zur Verkleidung gehen, dass man sich die nicht abreißen kann. Weil das ist halt, es sieht besser aus, man hat besseres Handling und man spart sich eine Menge Geld.
Und deswegen kommen da jetzt auf jeden Fall Spurplatten drauf. Und ja, das werde ich jetzt mal machen. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich dazwischen noch was reinschneide oder ob jetzt gleich einfach nur noch ein bisschen Gelaber kommt, wenn ich fertig bin mit Vergleichsbildern. Schauen wir mal. Ah, da sind wir schon wieder. Ich bin gerade auf die glorreiche Idee gekommen, wenn ich jetzt schon so komische Laber-Videos mache, beim letzten Mal hat schon jemand drunter geschrieben, ja, hier machst du jetzt auch Vlogs. Ich so, Alter, ich habe ein bisschen erzählt. Ist das schon echt ein Vlog, ey? Ist ja schrecklich. Ich wollte eigentlich nie Vlogs machen. Ich wollte eigentlich jetzt nur mal ein bisschen so erklären, was ich hier so tue. Aber eigentlich hat er recht, das sind Vlogs. Also. Ja, aber ob ich mich schon darauf einlasse, das im Titel reinzuschreiben, ja, hier, neuer Biomorph-Vlog, blah. Ja, weiß ich nicht. Aber ich dachte so, wenn ich jetzt schon so ein Mainstream-Zeug mache, ah, dann kann ich doch eigentlich mal so ein Unboxing machen. Boah, mega geniale Idee. Bin ich ein Genie. Ja, ich habe gerade schon ein bisschen hier dieser Film im Cutter aufgemacht. Wir wollen mal gucken, ne? Ob's auch alles, was da so drin ist. Wie gesagt, ich habe jetzt selber noch nicht so die Schuhplatten, die ich bis jetzt immer hatte, habe ich mir so gekauft. Immer schon gebraucht. Das ist das erste Mal, dass ich mir komplett neue Spurplatten geholt habe. Weil, schön, das kann ich eigentlich noch kurz erzählen. Ich habe nach Spurplatten geguckt und da gibt es tatsächlich nur, also so bei eBay und habe ich geguckt und einfach mal so gegoogelt, weil ich wollte eigentlich auch was Gebrauchtes haben. Und ich habe nichts gefunden, außer so Jingling Spurplatten. Und ganz ehrlich, wenn ich den Namen schon lese, habe ich einen tödlichen Unfall. Deswegen dachte ich mir, bevor ich mir jetzt irgendwelche billigen Jingling und wie die ganzen China-Marken heißen Spurplatten hole, vorhin die waren auch alle dann 4,5 bis 5 cm und ich meine, das soll ja kein Sumo-Umbau werden, ne? Die soll ja einfach nur ein bisschen breiter als die Verkleidung sein, deswegen vorne 2, hinten 3 cm ist eigentlich genau das, wonach ich gesucht habe. Mehr wollte ich gar nicht. Und ja, dann bin ich irgendwann auf Löffler gewesen, bei Löfflerquatz. Und habe da einfach mal so ein bisschen geguckt, was die so an Teile haben für die KVF. Und habe dann zufällig die Spulplatten gesehen. Und es sind genau die Spulplatten, die ich wollte. Vorne 2 cm pro Seite, hinten 3 cm pro Seite. Ja, also ich war total begeistert. Dann habe ich geguckt, ist das aktuell finanziell drin? Und ja, dann dachte ich mir so, ja, das kannst du wohl noch machen. Das lohnt sich. Ist ja auch, letztendlich spart man auch eine Menge Geld, wenn man die Verkleidung dadurch rettet. Deswegen ist das nicht verkehrt. So, Schrauben, jede Menge Papierkram. Ja, jetzt wird's spannend. Mit einer Hand habe ich spontanes Unboxing. Ich hätte mir natürlich ein Stativ organisieren können, aber nö. Entweder geht das so oder es geht gar nicht. Mach mir doch jetzt hier nicht noch mehr Arbeit damit, als sein muss. Ich weiß jetzt gar nicht, habe ich jetzt die vorderen oder die hinteren erwischt? Ich glaube, das sehen wir gleich. Also, sogar in Schwarz. Das stand gar nicht dran, dass sie in Schwarz sind. Das ist ja richtig Porno. Also jetzt bin ich aber. Richtigen Lochkreis hat es auch. Ich glaube, das sind die. Das müssten die für. Oh Mann. Das sind, glaube ich, die 3 cm für hinten, ne? Die hinten. Müssen das wahrscheinlich die für vorne sein. Steht das eigentlich irgendwie drauf, wie breit die sind? Ach komm, wenn wir schon dabei sind. Ja, ich hoffe, das geht nachher so mit Ton, wenn ich das jetzt alles hier einhändig mache. Ansonsten muss ich das ein bisschen schneiden nachher. Aber eigentlich will ich mir eigentlich nicht. Oh, ich rede schon wieder verwirrtes Zeugs. Nicht mehr Arbeit machen, als sein muss. Wie gesagt, das ist ja eigentlich kein Plan von mir gewesen, sowas standardmäßig zu machen. Ja, die zwei sind dünner. Das ist vorne, das hier ist hinten. Sie werden ihren Zweck erfüllen. So. Dann will ich jetzt mal umschrauben. Ich muss die Bilder vorher machen. Oh, sonst habe ich keine Vorher-Nachher-Bilder. Gut, dann bis gleich.
So, schon wieder ein Einwurf. Das Video wird wieder viel zu lang, aber das ist mir egal. Ich habe das mal kurz ganz ausgepackt. 2x3 cm, 2x2 cm. Aber worauf ich eigentlich zu sprechen kommen wollte, das habe ich gerade schon wieder vergessen. Ich hatte gerade noch ein Telefonat. Das hat eine halbe Stunde gedauert. Ja, irgendwas wollte ich gesagt haben. Nur für Schellner, bla bla. Aha, auch interessant. Genau, Drehmoment. Ich habe mich immer gefragt, so mit welchem Drehmoment muss ich eigentlich die Schuhplatten festziehen? Wie gesagt, ich habe ja schon bei der KFX mehrere Schuhplatten, verschiedene, je nachdem, welche Felgen ich drauf habe. Und ich habe einfach mal die ganz normalen Drehmoment genommen, den die normalen Felgen halt kriegen. Und habe mir da auch nie was gedacht, weil wird schon stimmen. Und tatsächlich habe ich mich gewundert, dass das echt so ist. Also hier steht tatsächlich drin, Spurplatten festziehen mit dem Drehmoment, den der vom Hersteller des Quads angegeben ist, also für die Reifen. Und die Reifen nach an den Spurplatten soll man dann mit dem Drehmoment festziehen, die für die, also für die Felgen halt angegeben sind. Und ja, also habe ich jetzt heute auch mal was Neues gelernt, etwas, was ich schon immer so gemacht habe, ohne zu wissen, dass es richtig ist, dass ich einfach die Drehmomentzahlen, die ich sowieso schon im Kopf habe für die KFX und KVF, einfach weiter nutzen kann. Genau, so. Wollte ich noch irgendwas anderes sagen? Ich bin gar nicht sicher, ob ich noch was anderes sagen wollte. Das ist immer, wenn man sowas macht hier, dann rufen auch noch Leute zwischendurch an. Geht ja gar nicht. Aber ich glaube nicht. Ansonsten kommt da gleich vielleicht nochmal was. Vorne sind die Reifen ab. Ich mache jetzt mal die Spurplatten dran. So. Jetzt habe ich schon wieder so gesagt. Ich merke schon, ich mache viel zu oft so in Videos. Immer am Anfang, immer wenn ich ein neues Video mache, so bla bla bla. Egal. Muss ich mir irgendwie noch abgewöhnen. Keine Ahnung. Ja, man merkt auf jeden Fall schon einen Unterschied. Ich habe jetzt vorne die Spurplatten drauf. Ich mache mal komplett gerade. Ich meine, das ist doch jetzt schon mal ein Unterschied. Also die Kante hier ist auf jeden Fall schon besser geschützt. Witzig ist auch, dass ich gerade mit der Arbeitshose an der Kante hängen geblieben bin beim Röden und hätte da beinahe gerade schon selber abgerissen. Gut, ich glaube nicht, dass es so schnell geht, aber gefühlt war das alles schon hier so. Aber naja, ich werde jetzt noch hinten machen. Und ja, ich glaube, jetzt kommen bis zum Ende des Videos auch keine Labertexte mehr, sondern nur noch irgendwelche fetzige, GEMA-freie Scheißmusik, die aber halt GEMA-frei ist. Und ein paar Bilder, die ich hier zwischendurch mal mache. Und dann sprechen wir uns wahrscheinlich noch kurz am Ende des Videos. Und ich denke, dann ist das Thema auch schon durch. Fertig umgebaut. Aber ich muss sagen, das macht auf jeden Fall schon mal einen Unterschied, wenn man hier so guckt, die Kante, die ist jetzt auf jeden Fall auf einer Höhe mit den Reifen. Ich glaube, vorne 3 cm wären vielleicht doch nicht schlecht gewesen. Gibt es aber leider nicht mit Gutachten. Hinten ist breit genug. Hab schon kurz überlegt, ob ich die 2 cm von vorne nach hinten mache und umgedreht. Vorne wäre es wichtiger eigentlich. Dieser komischen Kante. Ich will die auch nicht abschneiden, weil eigentlich sieht das optisch ziemlich geil aus. Aber ich glaube, die wird mir Mammutpark noch Sorgen machen. Oder in ähnlichem Gelände. Na gut, das wird sich zeigen. Ja. Was auch leider ein bisschen schade ist. Ich weiß nicht, ob man das auf dem Video jetzt gut erkennen kann. Da ist ein, ich glaube, man sieht es auf dem Video nicht, 1 mm. Sieht man die Löcher vor den Schwurplatten.
Heißt also, der Schlamm wird genau dadurch diese kleine Lücke rein können und kommt nicht mehr raus. Heißt also, die Spurplattenmuttern werden richtig schön zusauen und müssen wahrscheinlich dann regelmäßig mal ja, vernünftig sauber gemacht werden, damit man die auch irgendwann mal vernünftig abbekommt. Was ich natürlich gut gefunden hätte, hinten sind das hier die Unterlegscheiben. Oder die Unterlegscheibe von den Muttern ist ein so ein Ring. Warum haben die das nicht vorne auch komplett gemacht? Vorne wird das vor allen Dingen jetzt auch bündig. Das heißt, man könnte eine große Platte machen, die das komplett abdeckt. Das wäre ziemlich geil. Hier ist ein bisschen. Ich weiß nicht, wenn das ab ist. Ne, wird nicht gehen. Aber es wäre natürlich praktisch. Da müsste man vielleicht mal mit einem Metallbauer reden, dass der hier vielleicht so diese Platten nachmacht, dass die geschlossen sind. Vielleicht hier so ein bisschen eingestanzt, dass das hier halt dahinter ist. Dann wäre man natürlich auf der sicheren Seite. Dann kommt da kein Dreck mehr rein, weil hinten ist es geschlossen. Dann wäre es nach vorne auch geschlossen. Dann wären die hier schön, also die Achsmuttern richtig schön ja, geschützt von allem Dreck. Aber gut, das sind so Feinschliffsachen. Da kann man sich vielleicht bei Gelegenheit mal irgendwann um kümmern. Aber ist ja jetzt auch nicht so wichtig. So. Die sieht auf jeden Fall, steht schon mal jetzt ein bisschen stabiler. Also, ich weiß nicht, ob es im Video so rüberkommt. Aber das macht auf jeden Fall einen Unterschied. Und was ich leider vorher auch vergessen habe zu erzählen, mit den Atrax, die ja ziemlich weit nach außen gehen, hier die Stollen. Es war hier schon sehr knapp. Also die KFX und KVF haben ja nochmal so ein, komm jetzt Fokus hier, nochmal so eine Schutzschale auf der Unterseite des Tanks, damit da halt nichts in den Tank reingeht, weil der ist ja hier direkt bei der KFX ja auch, also ja mittig. Und da war echt nicht viel Platz. Und wenn man das auch hier so sieht, ich glaube beim Einfedern, ja, man merkt es auch. Ich weiß nicht, ob man es im Video sieht. Ach, jetzt fokussiert hier doch mal. Kann ich jetzt irgendwie hier. Ah, oh, Technik-Nerd. Die hat schon geschliffen zwischendurch mit dem ganzen Schlamm an den Reifen. Das ist natürlich jetzt auch vorbei. Was ist denn los mit der Kamera? Fokussiere doch einfach mal. Oh, hier sieht man auch den ganzen Dreck, der noch ist. Ja, also das ist auf jeden Fall vorbei und auf der anderen Seite es war das hier natürlich auch schon recht knapp hier mit dem Hitzeschutzblech, wenn das ganz eingefedert ist, aber das wird natürlich jetzt deutlich besser sein. Geht ja auch durch den Winkel immer noch ein bisschen nach außen beim Einfedern, aber jetzt ist ja auf jeden Fall genügend Platz, wenn da richtig schön Schlamm und Dreck an den Reifen ist. Da ist genügend Abstand, dass dort nichts mehr passieren kann. Und der Auspuff bleibt ja eh nicht drunter, aber mal schauen, wann das was wird. Aber jetzt haben wir es erstmal soweit. Ich denke mal, das Video wird wahrscheinlich wieder viel zu lang sein. Deutlich länger als eigentlich gewollt. Geht das Licht auch wieder aus? Aus. Ja. Ich dachte eigentlich, kurz ein Video, das wird wahrscheinlich schon wieder an die 20 Minuten sein. Vielleicht werde ich auch zwischendurch ein bisschen rausschneiden. Aber dann haben wir es soweit. Damit ich sagen, wahrscheinlich sehen wir uns im nächsten Video wieder bezüglich der Blinker, ein Relais, vielleicht auch den Hello Eyes, die vorne reinkommen. Irgendwas, das wird das sein. Ja, also, ja, toll. Nachricht, ich hoffe, man hört das Brummen jetzt nicht. Egal. Ja. Schreibt eure Meinung dazu und dann sehen wir uns im nächsten Video, denke ich mal. Godzilla.